Hallo, willkommen bei Klaus Grill, Feines Grillen Barbecue. Heute gibt es was Cooles, haben sich viele von euch gewünscht und da ist das Ding. Eine Haxe vom Drehspieß. Schön mit so ein bisschen Ofen knuspert und ja, wenn ihr wissen wollt, wie die aussieht, wie ich die anschneide und vor allem wie man die macht, dann bleibt einfach dran. Viel Spaß dabei. Für unsere Haxe vom Spieß brauchen wir ja nicht allzu viel. Also wir brauchen als erstes mal eine schöne Haxe. Ich habe hier mir bei Sippel eine bestellt. Das ist jetzt eine ungepökelte. Hat so ungefähr 1,5 Kilo. Also finde ich so ein schönes Maß für eine Haxe. Dann brauchen wir ein bisschen Salz. Ich habe jetzt hier mein Salz. Ihr könnt aber euer Salz nehmen. Und ich habe hier einen Rapp. Da könnt ihr auch meinen Rapp nehmen oder euren Rapp nehmen. Oder euch den nachmischen. Also ihr findet die ganzen Rezepte wie immer bei mir auf der Website. Und dann brauchen wir noch so einen Spieß. So Krallen. Und natürlich nicht zu vergessen scharfes Messer und ein Brett. Die Vorbereitung ist eigentlich total einfach, also du musst bloß dir diese Haxe nehmen und da machst du hier so ein paar Schnitte drin, also du musst jetzt kein komplettes, wie sag ich mal so schön, Schachbrettmuster drin schneiden, sondern nur so ein bisschen, kannst du auch so diagonal machen, dass das Salz, was wir jetzt gleich in die Kruste einarbeiten, so ein bisschen Platz hat zum Angreifen. Wenn du zu sehr schachbrettartig machst, kann die sein, dass vom Spieß hier so ein paar Stücken runterfallen, also von daher ist es ganz gut, wenn du dann ein bisschen halt die ganze Schicht in der Hand hat. Und dann schnappen wir uns so Salz und streuen das mal so ein bisschen drauf und reiben das dann praktisch hier richtig in diese entstandenen Schnitte ein. Also Salz und trockene Hitze und hohe trockene Hitze sorgen nachher dafür, dass die im Idealfall aufpumpt, die Schwarte. Ich sage mal, es gibt kein Patentrezept, wo die immer poppt. Also manchmal hast du so Fleisch, weißt du auch nicht, woran das liegt. Das will dann einfach nicht, da kannst du halt machen. Aber ganz oft hast du halt mit den Varianten so, dass das genau funktioniert. Und jetzt schnappen wir uns noch die Unterseite, ziehen wir das hier also ein bisschen auseinander, dass die Oberfläche für unseren Rapp möglichst groß ist. Und werden da unseren Sauerei-Rapp drauf tun. Treu dem Motto, viel hilft viel. Er passt nämlich hervorragend zu Schweinefleisch. Und der Fall ist ein bisschen aufditschen. Und dann haben wir den im Prinzip schon fertig gewürzt. Zum Aufspießen habe ich jetzt hier so eine Kralle montiert. Und jetzt ist hier links der Knochen und rechts das große Stück. Und dann müssen wir jetzt schnell durch, bevor die Fliegen uns hier auffressen. Und kommen praktisch an dem Knochen vorbei. Und müssen dann gucken, dass die Kralle die so ein bisschen fixiert. Und machen dasselbe von der anderen Seite mit der anderen Kralle. So, am Knochen vorbei. Genau so. Dann haben wir unsere kleine Haxe schon mal so fixiert. Ihr könnt das natürlich auch mit mehreren machen auf so einem Spieß. Also ich denke, auf den passen jetzt mal grob geschätzt 4 Stück und 15 Fliegen. Die regen mich aber heute auf die Fliegen. Naja, nicht zu ändern. Ja, dann kommen wir schon zum Grillen. Da habe ich meinen Breuking Imperial ein bisschen vorbereitet. Und zwar habe ich die Roste rausgenommen, die Ablage rausgenommen, Drehspieß montiert mit der Rotisserie. Immer gucken, dass das von der Flamme wegläuft. Dass das Fett praktisch, was sich hier bildet, immer so runterläuft und wieder mit hochgezogen wird, ist die bessere Variante. Unten habe ich jetzt so eine Tropfschale reingelegt. Da einfach nur aus dem Grund, dass ich mir den Grill nicht vollsaut. Ja, und dann zünden wir den Heckbrenner. Und ich lasse das jetzt erstmal mit dem vollen Heckbrenner laufen. Und guck mal hin und wieder, wie die Kruste aussieht. Im Idealfall sollten wir nur mit dem Heckbrenner so um die 200 Grad kommen und haben dann eine aufgepoppte Kruste nachher und eine Kerntemperatur von 80 bis 83 Grad. Dauern wird der ganze Spuk schätzungsweise so 1,5 bis 2 Stunden. So, unsere Haxe dreht sich jetzt hier so ungefähr schon mal eine halbe Stunde. Und jetzt gucken wir, wie weit wir schon mal sind. Also außen sieht es schon mal schön, fängt an logisch richtig schön zu werden. Wir haben innen drin 49 Grad an der Stelle. Und hier nochmal. Da haben wir auch 50 Grad. Also ich denke, wir sind auf einem sehr, 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 sehr guten Weg. Auch wenn ich mir das hier schon mal angucke, guck mal, wie das da so leicht hochkommt. Das hat Potenzial auf mehr. Ein und eine Dreiviertelstunde ist um und ich würde sagen, das ist mein gültiger Versuch für den Haxe, oder? Geil, die Blubber, die Kamera noch 2 Stunden drauf stehen lassen, wie ein Bildschirmschoner, das Ding rotieren. Hier so ein bisschen geklopft, hier schön kross. Hier wird es auch nicht zu doll verbrannt. Guck mal, wie sich da die Haut zurückgezogen hat. Und das Fleisch um den Knochen. Ich habe mal gerade eben gemessen, wir haben so 84 Grad Kerntemperatur und ich mache jetzt den Brenner aus, lasse die jetzt noch ein bisschen ohne Brenner hier einfach mal so vor sich hin tun, dass sie ein bisschen runterkommt und der Spieß nicht mehr so heiß ist. Und dann nehmen wir die runter und kosten. Also diese aufgeknuspert, das sind so meine Lieblingsstückchen. Das knackt, geil. Und das ist wie Fleischpopcorn.
Könnte ich mich reinlegen. Allerdings, das Ding besteht ja auch noch aus Fleisch und normalerweise stellen wir die auf den Teller, aber jetzt schneiden wir die hier mal so runter. Also, ich muss sagen, Garpunkt getroffen. Jetzt schneiden wir es mal hier handelsüblich ein Stück, was ich auch in den Mund kriege. Und. Bin kurz davor, bayerisch zu reden. Ja, also eine schöne Haxe. Wenn ihr mal irgendwo in Bayern seid, im Biergarten, bestellt euch so ein Ding. Wenn ihr nicht in Bayern seid oder doch in Bayern seid und wollt so ein Ding grillen, wisst ihr jetzt Bescheid, wie man das macht. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich dann auch nach oben über den einen oder anderen Boot oder einen Kommentar oder natürlich über ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, Feins grillen, Barbecue. Macht's gut. Geil.